Geografische Raumabbildung. Also die Frage, wie können wir einen Raum verorten, wie können wir einen Raum eindeutig referenzieren? Darum geht es in diesem Video. Und auch wenn wir auf geografische Abbildungen gleich fokussieren wollen, kurz, wie kann man Raum noch verorten? Wir können natürlich Namen für Räume verwenden. Die Stadt Marburg zum Beispiel ist so ein Name, mit dem wir einen Raum verorten können. Wir können Adressen nutzen. Machen wir jeden Tag, wenn wir Briefe schreiben wollen, machen Briefträgerinnen und Briefträger jeden Tag, wenn sie Briefe oder Pakete ausliefern. Wir können auch eine relative Verortung entlang von Strecken nutzen. Das kennt jeder von der Autobahn zum Beispiel. Da gibt es so kleine blaue Schilder, auf denen steht die Kilometerangabe. Die Kilometerangabe ist bezogen auf einen Nullpunkt am Start der Autobahn und die Kilometerangabe 20 ist dann zum Beispiel eindeutig gegenüber diesem Startpunkt definiert. Wir können auch geometrisch den Raum abbilden. In Katasterplänen zum Beispiel kann man geometrisch sehr exakt unterschiedliche Flurstücke abbilden, ohne dass damit unbedingt schon ein kartografisches Referenzsystem verbunden sein muss. Wir wollen aber dann heute sehr viel stärker auf geografische und geodätische Abbildungen fokussieren. Geografische Abbildungen, also wie kann ich die Erde in einem Gradnetz beschreiben, nachvollziehbar beschreiben, sodass ich einen Punkt auch wieder finde. Und geodätische Abbildungen dann, manchmal auch kartografische Abbildungen genannt, Abbildungen der Erde in einem Kartennetz. Das Grundproblem, wenn wir an geografische oder geodätische Abbildungen denken, an kartografische Modellierung denken, dann ist die Erde auf der einen Seite ein dreidimensionaler Körper. Wir sind in einem dreidimensionalen Raum und lange Zeit für Karten, ganz unausweichlich, mussten wir diesen dreidimensionalen Raum in zwei Dimensionen abbilden. Und auch heute mit digitaler Kartografie oder geografischen Informationssystemen müssen wir manche Berechnungen immer noch in einem metrischen Raum vollziehen. Sonst wären viele der Berechnungen sehr, sehr kompliziert auf der Kugelgeometrie nur abbildbar. Also es ist immer noch dieses Problem, dass wir einen dreidimensionalen Raum in einen zweidimensionalen Raum übertragen müssen. Und wir sehen das hier schon an diesem Beispiel der Orange. Das funktioniert nicht, ohne dass wir Stauchen oder Zähren oder Lücken irgendwie haben. Wir können keine Kugel auf einer Fläche abbilden, ohne dass wir sie an irgendeiner Stelle stauchen müssen oder an irgendeiner Stelle auseinanderschneiden müssen, so wie hier. Übrigens nutzt man dieses Prinzip auch in der Kartografie, solche schmalen Streifen ausschneiden, die man dann so mit ein bisschen guten Willen so gerade so platt drücken kann. Was wir jetzt in diesem ersten Schritt uns anschauen wollen, ist, wie kommen wir von der realen Erde zuerst mal einem Erdmodell, das wir beschreiben können. Die Erde sieht nämlich nicht ganz so schön aus wie hier aus diesem Satellitenbild dargestellt. So sieht sie auch aus für unser Auge. Wenn wir uns das Schwerefeld der Erde anschauen, dann sind wir eher auf so einer Kartoffel unterwegs. Das Schwerefeld hier in dieser Darstellung ist sehr, sehr stark überhöht. Wir sprechen da von Abweichungen von Metern und Dezimetern, nicht von Kilometern, von so einer Kugelgestalt. Die zweite Abweichung, die wir haben, ist, dass die Erde, selbst wenn sie nicht so eine Kartoffel wäre, wenn das Schwerefeld nicht solche Modulationen hätte, wären wir an den Polen abgeblattet, weil wir praktisch ein rotierender Körper im Weltall sind, so eine Art Rotationsellipsoid bilden und die Distanz vom Erdmittelpunkt zum Nord- bzw. Südpol etwas kürzer ist als die Distanz, die wir im Erdmittelpunkt in der horizontalen, also zum Äquator, zu den Äquatorrändern messen. Wenn wir von unserer realen Welt, wie hier durch das Satellitenbild dargestellt, zu einer Karte hier ganz rechts kommen wollen, dann müssen wir irgendwie über ein mathematisches oder ein physikalisches und dann mathematisches Erdmodell gehen. Und im ersten Schritt schauen wir uns mal diesen linken Bereich hier an. Also wie kommen wir von diesem vermeintlich runden Abbild der Erde? Das ist es natürlich streng genommen auf diesem Satellitenbild auch nicht, ist ja unsere wirkliche Erde, auch die ist so eine Kartoffel. Aber wir haben immer so dieses runde Bild der Erde im Kopf. Wie kommen wir da über so ein physikalisches Erdmodell letztendlich zu einer kartografischen Beschreibung? Die Erde
stellen wir uns in der Folge als Geoid vor. Ein Geoid bezeichnet einen Körper, der so konstruiert ist, dass wir uns immer entlang eines Schwerefelds bewegen. Für diese Darstellungen hier ist das Schwerefeld, das wir auch sehen können, tatsächlich über den Weltmeeren, der mittlere Meeresspiegel, also wenn wir die Wellen und so etwas abziehen, dann haben wir da so eine Linie in unserem Schwerefeld. Wenn wir dieses Schwerefeldpotenzial, was dort herrscht, auch auf die Kontinentalregionen ausdehnen, dann hätten wir praktisch hier eine Abbildung unserer Erde in diesem Geoid auf der rechten Seite, die diesem Schwerefeld, dieser Schwerefeldabbildung entspricht, und wir bewegen uns hier auf einer Ebene, die überall das gleiche Schwerepotenzial hat. Das ist schon einmal der erste Schritt zur Abbildung der Erde in einem geografischen oder in einem kartografischen Bezugssystem. Geoid als unsere Erdform, als unser Erdmodell. Wenn wir den jetzt versuchen würden, in eine Karte zu überführen, dann wäre das relativ komplex, weil wir jede dieser Dellen und Einbuchtungen und Erhebungen hier irgendwie mathematisch beschreiben müssten. Ist sowohl im Alltag als auch für die meisten kartografischen Anwendungen ein Tick weit übertrieben, weil, wie gesagt, die Erhebungen und die Eindellungen hier sind überzeichnet, sehr, sehr stark überhöht. Wir sprechen hier von Abweichungen im Dezimeterbereich bei diesem Erdmodell. Ganz wichtig vielleicht auch, wenn Sie sich jetzt denken, Dezimeterbereich, Gebirge sind mehrere tausend Meter hoch, wir haben irgendwie zwischen den Tiefseegräben und Mount Everest 20 Kilometer Höhenerschreckung, das ist vollkommen richtig. Dieses schwere Feld ist aber auch nicht gleichzusetzen mit unserer tatsächlichen Erdoberfläche, sondern es bezeichnet einfach eine messbare schwere Potenzialfläche, die auch mal unter den Kontinenten, unter den Erhebungen auf den Kontinenten durchgehen kann. Wenn wir dieses Erdmodell beschreiben wollen und an so einen Rotationsellipsoid denken, dann könnten wir jetzt einfach mal einen Ellipsoid, so wie den hier rot dargestellten, einzeichnen. Der passt jetzt hier an dieser Stelle zum Beispiel besonders gut. An dieser Stelle hier passt er nicht so gut. Hier schaut der Geoid etwas über den Ellipsoid raus und hier haben wir wieder den umgekehrten Fall, ähnlich wie hier drüben, wo unser Ellipsoid über die Erde hinausgeht oder über unser physikalisches Erdmodell hinausgeht. Das heißt, dieser jetzt rot dargestellte Ellipsoid ist nicht die einzige Realisierungsform, die wir haben, um ein Ellipsoid in unser Erdmodell einzupassen. Wir könnten auch den gelben hier wählen. Der passt hier an dieser Stelle ganz gut. Der passt hier auch noch sehr gut. Hier unten überzeichnet er nicht, liegt aber deutlich im Erdinneren. Dafür liegt er hier oben, genau an dieser Stelle, noch mal besser an als der rote. Und Sie ahnen schon, ich könnte da jetzt beliebig viele Ellipsoide einzeichnen. Und es gibt auch ziemlich viele Ellipsoide, die entwickelt wurden, um die Erde entweder als Ganzes oder ganz bestimmte Regionen der Erde besonders gut abzubilden. Ganz bestimmte Regionen bedeutet also, dass der Ellipsoid an irgendeiner Stelle besonders gut an unser Erdmodell passt. Die ganze Welt ist vielleicht der rote Ellipsoid, der hier eingezeichnet ist, eine ganz gute Lösung. Der passt nirgendwo so ganz richtig, er ist aber auch nirgendwo ganz falsch. Also wir haben viele Ellipsoide, und diese Ellipsoide werden benutzt, je nachdem, ob wir eine globale Darstellung wollen. GPS-System ist da zum Beispiel ein Anwendungsfall. WGS 84 wäre hier der Ellipsoid, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Oder ob wir eine lokale Anpassung wollen. Bessel-Ellipsoid, haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, war lange Zeit der Ellipsoid, der für das Vermessungswesen in Deutschland verwendet wurde, bevor er von einem europäischen Modell ETRS 89, so heißt der andere, abgelöst wurde. Die Definition jetzt von solchen Ellipsoiden, die erfolgt durch die Angabe unseres Radius hier in der Rechtsrichtung und unseres Radius in der Hochrichtung, also durch diese Achsen
A und B. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Sache. Können Sie sich vorstellen, diesen Ellipsoid könnte ich jetzt beliebig noch innerhalb meines Erdmodells verschieben und er würde immer noch ein bisschen passen. Der kann da also so ein bisschen hin und her wackeln. Ich muss den also irgendwie wirklich in diesem Schwerefeld verorten und ich muss ihn auch für die praktische Vermessung irgendwie an der Erdoberfläche verorten. Und das macht man an Punkten an der Erdoberfläche, sogenannten Fundamentalpunkten, die ganz genau angeben, in welcher Beziehung man an einem ganz bestimmten Ort, nämlich am Ort dieses Fundamentalpunkts, zu diesem Erdmodell steht. Können Sie sich das also praktisch so vorstellen, dass an diesem Fundamentalpunkt wie mit Klebstoff dieser Ellipsoid in unser physikalisches Erdmodell hier eingehangen ist, zum Beispiel hier an dieser Stelle. Und dann würde dieser Ort die Koordinaten dieses Ortes speziell auf diesen Ellipsoid bezogen angeben und damit auch diesen Ellipsoiden in unserem Schwerefeld der Erde verorten. Wenn wir jetzt ganz viele Ellipsoide haben und auch unterschiedliche Fundamentalpunkte für diese Ellipsoide haben, dann brauchen wir irgendwie Namen, um das Ganze zu bezeichnen. Es gibt zum Beispiel, das hatte ich schon gesagt, den WGS84-Ellipsoid. Das ist der Ellipsoid, der für das GPS-System genommen wird. Passt überall auf der Welt ziemlich gut, nirgendwo ganz genau, aber im Mittel überall ziemlich gut. Und für den gibt es mehr als einen Fundamentalpunkt, für den gibt es mehrere hundert Fundamentalpunkte, die überall auf der Welt, also eine Passung dieses Ellipsoids an der Erdoberfläche vornehmen. Und zusammen, also diese Fundamentalpunkte und der Ellipsoid zusammen, hat man dem Ding auch nochmal einen Namen gegeben. In diesem Falle heißt der Ellipsoid so wie hier, das nennt man geodätisches Datum, heißen beide WGS 84. Bei dem ETRS 89-System, das ich gerade schon erwähnt habe, ist es anders. Der Ellipsoid heißt GRS 1980 und wir haben auch wieder mehrere Fundamentalpunkte zur Einmessung dieses Ellipsoids, zur Einhängung dieses Ellipsoids ins Schwerefeld der Erde. Das sind also wieder solche oberflächlich vermessenen Punkte. Und zusammen nennt man dieses geodätische Datum, also Kombination aus Ellipsoid und Einhängepunkte ETRS 1989. Es gab auch noch lange Zeit in Deutschland verwendet das deutsche Hauptdreiecksnetz oder Potsdam-Datum. Das war der Bessel-Ellipsoid 1841 definiert und der war aufgehängt an einem Punkt in der Nähe von Rauenberg. Da gab es eine Sternwarte, da war dieser Ellipsoid aufgehängt und diente lange Zeit zur Landvermessung in Deutschland. Und wenn wir jetzt einen Ellipsoid in das Erdmodell gehangen haben, dann können wir auch geografische Koordinaten auf diesem Ellipsoid abtragen, nämlich indem wir ganz normal Winkel messen, also zu einem bestimmten Ort an der Erdoberfläche, den Winkel bestimmen zum Zentrum unseres Referenzellipsoiden, den wir hierfür nehmen. Und das gibt uns dann einen Winkel in der Nord- bzw. einen Winkel in der Südrichtung. Dieser Winkel kann maximal 90 Grad sein, dann wären wir am Nordpol, oder er kann minus 90 Grad sein, dann wären wir am Südpol. Und dieser Winkel findet natürlich auch hier entlang unserer Breitenkreise einen Abtrag und da kann er, wenn wir nach Osten einmal um die Erde gehen, maximal 180 Grad groß werden. Wenn wir nach Westen um die Erde gehen, kann er maximal minus 180 Grad groß werden, sodass wir insgesamt unsere 360 Grad Kugelumfang abbilden können durch diese Winkel und jeden Punkt eindeutig beschreiben können. Aber ganz wichtig, wir können nur dann wirklich sicher sein, dass wir, wenn wir sagen 50 Grad Nord, 8 Grad Ost, dass wir beide wirklich den gleichen realen Punkt auf der Erde meinen, wenn wir auch unser jeweils verwendetes geodätisches Datum angeben, also diese Kombination aus meinem geometrischen Erdmodell, also aus meinem Referenzellipsoid und wie ich diesen Referenzellipsoid in meinem physikalischen Erdmodell eingehängt habe,
also wie sich die Lage und Orientierung meines Referenzellipsoids relativ zum Massenzentrum der Erde verhält.